was das letzte Mal geschah. Und zwar habe ich mir gekauft, das komische Dragonborn DLC. Was mache ich hier eigentlich momentan gerade? Oh mein Gott, ein Landstreicher! Wo bin ich? Irgendwie bin ich irgendwo. Aha, jetzt bin ich dort, wo ich davor war. Das ist natürlich jetzt sinnvoll. Nein, die haben mein Pferd getötet! Die haben mein... Diese Schweine haben einfach mein... Werde ich nun zum Tempel des Nachtrufers gehen. Und dort meinen lieben Gefährten Erandur abholen. Los! Ja, fragen wir einfach mal irgendeinen random Bürger, der hier vielleicht irgendwo ist. Vielleicht kann uns der ja etwas sagen. Ob wir irgendwie woanders hinkommen, wo das DLC dann starten möge. Ihr da! Ihr werdet Drachenblut genannt? Ja? Eure Lügen stoßen auf taube Ohren, Betrüger. Das wahre Drachenblut kommt. Ihr seid nichts als sein Abklatsch. Alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. Keiner wird sich ihm in den Weg stellen. Seid auch selten dumm. Kultistenbefehle. Mal durchlesen. Okay. Nehmen wir einfach mal mit, kann man immer mal gebrauchen. Ja, ja, bla bla bla. Hm. 5 Gewicht hat die. Ich glaube, das ist fast ein wenig zu viel. Für mich. Mal sehen, was brauche ich denn nicht. Jo. Kann man immer mal gebrauchen. Zim sieht die lustig aus. Was gibt's denn? Ja, ich weiß auch nicht. Hier wurden gerade 2 Menschen getötet, so zufällig. Mal sehen. Irgendwas wollten die, dass ich irgendwo hinkomme. Drachenblut. Reise nach Stolzheim. Stolzheim oder so. Ja, dann auf! Nun, nach einer unendlich langen Reise sind wir angekommen am Brandykrughof. Krass. Und dort unten wird uns schon angezeigt, dass wir dahin müssen. Und hier haben wir unseren schwarzen Ritter der Nacht, Erandur. Los! Swoosh. Mhm. Nun, da müssen wir dann wohl halt durchs eisige Wasser schwimmen. Ja, da müssen wir hin. Hoch da. So. Sprecht mit Kapitän Gjallond, wenn ihr eine Überfahrt buchen möchtet. Hey, yo. Wenn ihr eine Überfahrt nach Solstheim sucht, dann habt ihr Pech. Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Es ist schwer zu erklären. Ich erinnere mich, wie diese Leute mit den Masken an Bord kamen. Und dann... plötzlich war ich hier... und sie waren weg. So einfach ganze Tage zu verlieren ist unheimlich. Da passieren schon eine Weile merkwürdige Dinge. Aber hiernach habe ich genug. Ich kehre nie wieder nach Solstheim zurück. Habt ihr mir nicht zugehört? Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. In Ordnung. Da habt ihr recht. Ich sollte euch wenigstens zurückbringen, damit ihr herausfinden könnt, wer sie geschickt hat.
Vielleicht könnt ihr ja auch aufhalten, was immer dort vor sich ganz liegt. Ganz meine Meinung. Auch ich habe noch eine kleine Rechnung mit ihnen offen. Fade to black. Nun, da wären wir. Das ist Rabenfels. Kann nicht behaupten, es gerne wiederzusehen. Viel Glück. Vielleicht könnt ihr ja herausfinden, was hier los ist. Sei nicht abgestürzt. Gott sei Dank. Puh. Tja, da wären wir. Ich kenne euch nicht. Daher muss dies euer erster Besuch in Rabenfels sein, Fremdling. Ja. Erklärt eure Absichten. Mirak, ich glaube nicht. Vergesst nicht, dass Rabenfels eigenständiges Gebiet von Haus Redoran ist. Ja, ja. Das hier ist Morrowind, nicht Himmelsrand. Ja. Für die Dauer eures Aufenthalts solltet ihr euch an unsere Gesetze halten. Ja, okay. Irgendwelche Fragen? Hat er nicht gerade eben gesagt, dass er es nicht weiß? Also fragen wir gleich, ob er es nochmal weiß. Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte schwören, dass ich den Namen kenne, aber ich kann ihn nicht einordnen. Ich glaube nicht. Ich bin nicht... Der Name hat etwas mit dem Erdstein zu tun, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher, was. Das muss ich doch. Als zweiter Ratsherr ist die Sicherheit von Rabenfels mein vordringlichstes Anliegen. Das hier ist nicht gerade Schwarzlicht. Wir liegen hier an der Grenze und haben mehr als genug Ärger. Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben, weigere ich mich, Ratsherrn Morwein im Stich zu lassen. Ratsherr Morwein ist der Vertreter des Hauses Redoran auf Solstheim. Als zweiter Ratsherr ist es meine Pflicht, ihn zu unterstützen und sicherzustellen, dass seine Entscheidungen umgesetzt werden. So, so. Ja, das wollen wir natürlich nicht behindern. Ja, das kann ich dich später auch noch irgendwann mal fragen. Denkt daran. Okay, wow. Das ist eine coole Rüstung, hä? Wir wurden von einem Unwetter aufgehalten. Ich kann nicht glauben, dass ich hier so lange festgesessen habe. Okay. Das musst du auch gar nicht. Bäm. So, so. Runen irgendwas Grab. Noch mehr Wachen? Seht euch vor, ja, ja. Echse. Tut mir leid. Swoosh. Aha. Die haben ja echt lustige Behausungen. Wie geht's dir? Na, dann halt nicht. Was ist das? Sieht aus wie eine Mine. Aber ich will jetzt auch gar nicht in die Mine rein und Rabenfels will ich auch später erst erkunden. Soll ich mir jetzt erstmal die Umgebung anschauen? Ich glaube nämlich, die sieht cool aus. Zumindest hoffe ich das. Ich meine, seht euch hier diese fremdartigen, wachsenden Pflanzen an, wie den Suppulus. Noch mehr Suppo? Nein, das war eine Traumawurzel oder so. Na gut, mehr nehmen wir nicht mit, weil sonst stehen wir wieder am Ende da und können nicht mehr gehen. Weil wir zu viel dabei haben. Ist auch schwer, so viel mitzunehmen. Aha. Hier in seinem Schrein. Den sie vergessen haben. Sie haben den Schrein vergessen. Nun, den werde ich auch erst später untersuchen. Ich will erstmal auf eigene Faust erkunden. Ein wenig. Seht ihr das mal an? Cool! Oh, da war doch gerade irgendwas. Nein, nicht? Gar nicht? Was ist das da hinten für ein Viech? Das schwebt da irgendwie so rum, oder?
Hey. Hey, wartet auf mich. Was bist du? Was sie angerichtet hätten. Also wenn die Dinger mal nicht cool sind. Oh, und dort hinten, da leuchtet so derb, das sieht mir sehr nach Nirrenwurz aus. Plopp. War ich das? Nein, gar nicht. Mal sehen, wie viel haben wir von der Karte schon erkundet. Aha. So, so. Cool. Sind wir jetzt gerade hier? Himmelsrand. Na gut, ich glaube, es ist doch sinnvoller, wir gehen mal wieder zurück und erkunden noch ein wenig Solstheim. Nein, nicht Solstheim, sondern Rabenfels. Erandur, los! Hier bin ich. Ja, genau hier. Sprechen wir doch mal die netten Herren und Damen an, was es denn hier mit ihrem komischen Gebilde auf sich hat. Hier schuften wir, auf das wir uns erinnern. Sie wollen sich erinnern. Wieso vergessen die Herren denn immer alles? Uns wieder. Ja. Ihr doch. Ihr scheint euch nicht im gleichen Zustand wie die anderen hier zu befinden. Nein. Sehr interessant. Darf ich fragen, was genau ihr hier tut? Naja, ich suche da jemanden. Mira Ark. Klingt irgendwie vertraut, aber ich weiß nicht recht, woher. Oh, wartet, ich erinnere mich. Aber es ergibt nicht viel Sinn. Oh, okay. Mira Ark ist schon seit Tausenden von Jahren tot. Tot? Ich bin mir nicht sicher, aber es ist faszinierend, oder? Vielleicht hat es etwas mit den Geschehnissen hier zu tun. Äußerst unerwartet. Ich fürchte, ich kann euch keine Antworten geben. Nein. Aber in der Mitte der Insel gibt es Ruinen eines uralten Tempels Mira Arks. Oh. An eurer Stelle würde ich doch suchen. Na dann. Aber was machen die dann hier noch? Ganz eindeutig bauen sie etwas. Und doch scheinen sie nicht viele Worte darüber zu verlieren. Ich interessiere mich sehr dafür, was passiert, wenn sie fertig sind. Ja, das ist durchaus interessant. Sicher nicht. Dadurch würde ich stören, was auch immer hier vorgeht. Dann könnte ich nicht mehr sehen, wie es ausgeht. Hm, ja, das klingt schlau. Und was ist Morrowind? Der Rote Berg dominiert die Insel. Ab und zu landen Asche und Geröll einer Eruption an unseren Küsten. Okay. Das war's. Das war's. So, so. Auf das wir uns erinnern. Na dann. Wow, 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 nein! Hier holst du wieder. Das Treulose des Staats. Demselben Einfluss unterlegen zu sein. Ah, ihr scheint dem Effekt durch Einsatz eurer Willenskraft widerstehen zu können. Ja. Faszinierend. Ich würde den Stein an eurer Stelle nicht noch einmal berühren. Ein wiederholter Kontakt könnte. Es sei denn, natürlich, ihr könntet mir bei meinen Nachforschungen behilflich sein. Ja. Euch zu beobachten, könnte sehr aufschlussreich sein. Doch nun wirkt er durch sie. Hey, can we touch all these buttons? Don't touch any buttons. Touch. Come on, giant friend! Come back soon! Nochmal berühren. Das erscheint mir äußerst unwahrscheinlich. Und wenn du ihn dann hörst. Wie lange dieser Effekt wohl anhält. Und möglicherweise ist er so bleibend wie bei den anderen. Hm.
Ja, höchst fraglich. Aber ich glaube, ich möchte hier nicht weiterbauen. Das tun die anderen hier schon sehr gut. Jetzt habe ich dich angerempelt. Ich frage mich, ob man einen Drachen lebend fangen kann. Wenn du wüsstest. Ja, ja. Alle vergessen ja dauernd immer irgendwen oder irgendwas. Oh, immer diese vergesslichen Leute hier. Was ist denn da los? Ein verlassenes Gebäude. So, so. Die haben ja eine recht lustige kleine Siedlung, kann ich nur sagen. Aber ich glaube... Ist da jemand? Ich weiß nicht, ist da jemand? Oh mein Gott, ein Drache ist da. Oh mein Gott, oh. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hier drüben! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich will jetzt aber nicht gegen den Drachen fighten. Ich gehe mal so ein bisschen weg. Ciao, Drache. Man könnte gar meinen, er hätte mir den Weg abgeschnitten. Aber dann hätte er mich ja überlistet. Ja, war doch hier gerade eben noch. Ja, ja, kämpft ihr da nur gegeneinander. Die Stadtwachen werden das schon richten. Ich werde mich da mal verdünnisieren. Bei Fuß, einfach nur. Los, wir müssen schneller sein, als sonst holt uns noch der... Gut, ich würde sagen, wir haben es verkackt. Dann machen wir das Ganze eben mal so. Mal sehen, wie mächtig unser Junggeselle denn ist. Was ist das denn hier? Jetzt reicht's dann aber langsam. Aschenbrut. Ich brauche mehr Magiker. Generier dich. Wow. What the fuck? Mr. Teleportdrache. Ein alter Teleportdrache. So, so. Warte mal, da gab's doch irgendwas. Stimmt, ja, jetzt wo ich mich erinnere. Da. Darf ich jetzt erstmal da herniederlassen. Während wir hier nochmal gegen die sogenannte Aschenbrut vorgehen. Tod und Verderben. Fug. Ja, klar hat Erendur Drachenfall widerstanden. Erendur ist auch kein Drache. Wird er den Drachen besiegen können? Wird Erendur auch weiterhin Drachenfall widerstehen können? Wird er auch in der nächsten Folge wieder so schlechte Cliffhanger einbauen? Dies und mehr erfahren Sie das nächste Mal. Schalten Sie wieder ein bei Quert in Skyrim.